Renne lang und leuchte weit, Feind des Waldes, und führe Somas güldene Krieger heim. Ich weiß, was du gerade denkst. Was denke ich denn? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie eine einsame Wölfin. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie, nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Das verstehe ich. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie. Gruppe Gefangener denn. Fährst. Ich hatte nicht den besten. Sieh durch den Nebel. Folge dem Leuchtfeuer. Dort findest du unser Lager. Wir kommen nach, wenn wir die anderen haben. Leaf ist ein sehr gewissenhafter Mann, nicht wahr? Er lebt nach einem strengen Ehrenkodex. Strenger als die meisten.
und er baut die besten Langschiffe, die ich kenne. Nur dank ihnen konnten wir lebend aus Grantabrück entkommen. Er ist nicht der stärkste Mann, aber er ist weise und scharfsinnig. Und schwer zu greifen. Wie ein... Wölfe. Sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Da lacht Loki hinter seinen Fesseln, ihr dreckigen Aasfresser. Das habe ich nicht verdient. Haut ab! Verschwindet! Garlin, du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt, geradewegs in ein Banditenlager. Doch Frey war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Bist du der einzige Überlebende deiner Mannschaft? Trugen sich nicht immer. Doch seit der Eroberung von Grantabrück ist es besser. Gab es böses Blut? Sozusagen. Beide hielten sich für meine rechte Hand und hassten sich gegenseitig. Aber in meiner Familie gibt es keine Rangordnung, wie bei meinen Pferden. Solch eine Rivalität kann die Geschwisterliebe auf ewig vergällen. Wird das Feuer richtig geschürt, bringt es auch ihre besten Seiten. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Ja, genau. Guckt euch nur aus, ihr zahnlosen Kätzchen. Ihr kriegt ja nicht mal eine verrammelte Tür auf. Du schmorst in der Hölle, wenn wir mit dir fertig sind. Du wirst mir die Füße küssen, wenn ich dir ins Gesicht trete. Das ist Vilna, kein Zweifel. Selbst wenn mein Kopf in einem Eimer Wasser steht, würde ich sie erkennen. Gib er runter, den Burscher!
ich wusste, dass ich da draußen einen Besen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Komm mit, Birna. Bleak und Dalin sind schon im Lager, das wir aufgeschlagen haben. Eivor, triff uns dort, wenn du bereit bist. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Sie werden dankbar sein, dass du sie gerettet hast. Ich wäre dankbar. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galin, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskona. Leaf. Kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor. Du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir, kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt.